Herzlich willkommen zu unserem vierten Fortbildungsnachmittag im Kinderwelt, das wir heute von Karlsruhe den Weg hergefunden haben. Wir können mithalten mit dem Wetter heute, mit dem schönen Karlsruhe im Bergsüden. Ja, ich darf kurz Herrn Kuhler vorstellen und dann gehen wir wie gewohnt mitten in die Arbeit. Pädagogische Hochschule in Karlsruhe, als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig. Und er wird heute mitten aus dem Themenfeld einer institutionenübergreifenden Werkstattarbeit nicht nur berichten, sondern auch Ihnen anbieten, dazu zu arbeiten. Er hat nämlich in seiner Masterarbeit hier an der Universität Osnabrück im Master Erziehungswissenschaft, Erziehung und Bildung unter besonderer Berücksichtigung der Heterogenität gearbeitet und hat die Kokonstruktionen zwischen Kindergarten und Grundschulkindern in den Blick genommen, in den erziehungswissenschaftlichen Blick. Die Arbeit, die Sie verfasst haben, Herr Kuhler, befindet sich gerade im Druck. Das heißt, im Verlauf des Jahres nehme ich an, dass Sie die auch erwerben und hineinschauen. Ich freue mich auf den Spiegel dessen, was wir hier in der Arbeit verbunden hat, in dieser Fortbildung heute zu erleben. Ich wünsche Ihnen allen einen fruchtbaren Nachmittag. Von der Struktur her wird es erst eine Infophase geben, dann eine für die vorbereitete Gruppenarbeit, die wir uns gerne wieder so vorstellen, dass Sie auch in einer Mischung Ihrer Arbeitsfelder dann in die Kleingruppen gehen und einer Bündelung am Schluss sitzen. Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte. Was Frau Graf nicht gesagt hat, ist, dass Sie mich trotz meiner chaotischen Art fast zwei Jahre bei sich arbeiten lassen hat und nur so quasi das Thema überhaupt zu einer Masterarbeit sich entwickeln konnte und verschiedenen Reisen, die wir unternommen haben, nach München beispielsweise, um dort verschiedene Lernwerkstätten zu begutachten. Ja, wie schon gesagt, werde ich meine Arbeit heute vorstellen, die sich eben um eine institutionenübergreifende Lernwerkstattarbeit drehte. Und zwar habe ich da ein Projekt hier in Niedersachsen beobachtet und untersucht. Und vorerst wollte ich Ihnen kurz die Gliederung vorstellen. Zunächst wollte ich kurz noch mal ein paar Worte verlieren. Ich weiß, dass das Herr Wedekind wahrscheinlich schon umfangreich gemacht hat und Frau Graf und Frau Kickelwitz letzte Woche auch schon. Dennoch wollte ich trotzdem noch mal kurz den Bogen aufspannen, sozusagen mit Lernwerkstatt anfangen, der Definition und ein paar grundlegenden Worten und dann den Übergang in die Grundschule noch mal kurz thematisieren. Danach, auch wie schon angekündigt, wird es eine Gruppenarbeit geben, wo Sie sich hoffentlich in gemischten Teams zusammenfinden und auf die beiden Räume verteilen können und dort eben die pädagogische Arbeit in dieser Lernwerkstatt einmal reflektieren können, beziehungsweise ja, schauen können, wo sind denn überhaupt da Bildungsprozesse oder verschiedene Auseinandersetzungsprozesse zwischen den Kindern vom Kindergarten und der Grundschule. Und dann wollen wir daran anschließend nach einer kurzen Pause das gemeinsam wieder sozusagen ins Plenum, in die gemeinsame Runde holen. Und dann werde ich noch ein paar abschließende Worte zu Chancen und Herausforderungen in institutionenübergreifender Lernwerkstatt sagen. Ein bisschen ist es hier wie so ein Tennisspieler, nach links und rechts gucken. Ich versuche sie alle gleich aufmerksam zu behandeln, kann es aber nicht versprechen. Ja, Lernwerkstatt als Übergangsprojekt. Stehe ich Ihnen im Weg oder? Ich kann es nicht gut sehen. Okay. Wie der Name natürlich schon sagt, setzt dieses Wort sich aus zwei Komponenten zusammen, einmal der Lernwerkstatt und einmal dem Übergang in die Grundschule. Lernwerkstattarbeit, und da bin ich sicher, da haben Sie von Herrn Wedekind schon einiges gehört, ist eben eine offene, selbstbestimmte Lern- und Arbeitsform, in der eben Kinder sich selbst erfahren sollen und sich selbst als aktives, lernendes Kind sozusagen Individuum erfahren sollen. Gleichzeitig ist Lernwerkstatt ein Ort, wie man hier natürlich sehen kann. Ich war auch schon hier vor dem unrenovierten Zustand und muss sagen, es hat sich einiges geändert. Und natürlich auch eine pädagogische Haltung, dazu werden wir auch gleich noch einmal kurz kommen. Ist noch nicht vorbei. Zum Übergang, da gibt es mehr Fragezeichen als Ausrufezeichen oder als Aussagen. Immer noch wird es seit über einem Jahrzehnt, das ist eigentlich sehr stark in der pädagogischen Forschung oder auch in den pädagogischen Kreisen wird diskutiert, was soll Übergang eigentlich ein Abschied sein, soll es ein Neuanfang sein? Geht man tatsächlich, wie es hier häufig im
im Alltag zu hören ist oder auch im Politischen sozusagen vom Spielen zum Lernen? Oder wie ist das eigentlich mit dem Übergang? Das werden wir gleich auch besprechen. Aber zunächst zur Lernwerkstatt. Ich habe hier ein kleines Zitat von Sascha Stanišić. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Der Gegner, gegen den man am liebsten gewinnt, daran glaubt Herr Schramm fest, ist man selbst. Ich fand dieses Zitat sehr treffend, auch für die Lernwerkstatt und für selbstbestimmtes Lernen, weil man sich eben selber Herausforderungen sucht und sich selber sozusagen als Gegner, das ist natürlich ein etwas negativ besetztes Wort, aber sich selber als Gegner, als Herausforderung ansieht, um etwas zu meistern, etwas zu schaffen und weiterzukommen, sozusagen Herausforderungen annehmen, die man vielleicht bisher noch nicht bewältigen konnte. Herr Schramm ist die Romanfigur. Das war ein Zitat aus dem Roman. Ja. Und das ist auch mal wichtig zu betonen. Also ich habe hier ein Diagramm einmal. Da sehen Sie, dass das Ich sozusagen immer nur mit sich selbst sich bilden kann. Also Bildung funktioniert immer nur durch Selbstbildung. Aber, und das ist eben auch wichtig zu betonen, andererseits durch die Dinge sozusagen, durch die Umgebung, wie zum Beispiel die Lernwerkstatt, die eine räumliche Umgebung darstellt, oder auch die anderen. Und die anderen, das sind sozusagen Sie als Kindheitspädagoginnen, als Lehrerin, als Erzieherin, aber auch natürlich die anderen Kinder. Und bei Grundschulkindern wären das beispielsweise dann die Kindergartenkinder in der gemeinsamen institutionenübergreifenden Lernwerkstattarbeit. Ja, wie bereits erwähnt, ist die Lernwerkstatt natürlich einmal ein Raum, wie man hier wunderbar erkennen kann, mit verschiedenen anregungsreichen Materialien, mit offenen, sogenannten offenen Materialien, also deren Ausübungen oder deren Handlungsweisen ziehen, noch nicht bestimmt sind, wo man sich frei damit auseinandersetzen kann, auch verschiedenen Themenbezug und eine kindgerechte Architektur, das sehen Sie hier auch, die Tische, die in einer gewissen Höhe sind oder das Waschbecken. Das sind natürlich auch wichtige Dinge, die in vielen Lernwerkstätten oder zumindest in denen, die wir beobachten konnten, ziemlich gut eigentlich umgesetzt sind. Aber, und das ist eigentlich fast noch wichtiger, ist die Lernwerkstattarbeit auch eine pädagogische Haltung. Herr Wedekind sagt, glaube ich, pädagogische Philosophie sogar, zumindest stand das so in seinem Ankündigungstext zu dem Vortrag, den Sie hier hören konnten. Und da gibt es verschiedene Kernkompetenzen, wie das Vorbereiten, das Arrangieren, aber auch das Unterstützen während der Lernwerkstattarbeit und was auch wichtig ist, das Beobachten und Dokumentieren, um dann wieder quasi die nächste Sitzung oder das nächste Mal vorbereiten zu können. Deswegen kann man hier so eine Art Formel machen, so eine Art Gleichung aufstellen, dass Lernwerkstatt als Raum nicht immer Lernwerkstattarbeit heißen muss. Das sieht man hier gerade ganz deutlich. Ich halte hier einen Vortrag, also das ist wahrscheinlich eher keine Lernwerkstattarbeit. Aber wenn man die Lernwerkstatt sozusagen als pädagogische Haltung verinnerlicht hat, kann man diese auch an ganz verschiedenen Orten umsetzen, ohne dass man die tollen Materialien, die hier beispielsweise vorhanden sind, müssen nicht vorhanden sein. Also Sie können das auch im Wald beispielsweise machen oder aber auch in einem ganz normalen, in Anführungsstrichen, Unterrichtszimmer, wenngleich natürlich die Voraussetzungen dann etwas schwieriger sind, allein von den Materialien her. Aber auch dort kann ich mal wieder auf Herrn Wedekind zurückverweisen, der eben aus der Anfangszeit von seiner Lernwerkstatt immer sagt, dass da nur ein kahler Raum war und ich glaube mehrere hundert Überraschungseier, also diese gelben Eier auch ohne Inhalt leider, und trotzdem konnte da eben der Lernwerkstattgedanke umgesetzt werden. Jetzt ein kleiner Schwenk zum Übergang. Da ist wichtig zu betonen, dass das Kind nur in und durch die Schule zum Schüler wird. Ja? Also jahrzehntelang gab es so die Haltung oder den Anspruch in der Pädagogik, dass das Kind irgendwann mal reif genug ist sozusagen, von innen heraus eine Reife entwickelt und dann ist es bereit, eingeschult zu werden. Dieses Wissen, dieses damalige Wissen, das prägt heute noch ganz stark nach, wenngleich es eigentlich überkommen ist, weil wir eigentlich wissen, dass das soziale Umfeld, die Eltern, komme ich gleich auch nochmal dazu, eigentlich auch einen wesentlichen Einfluss darauf üben, wenn das Kind zum Schulkind wird. Und natürlich auch die Schule, in dem es eben erst dem Kind sozusagen näher bringt, was es bedeutet, ein Schulkind zu sein. Sodass sich bis heute noch
so übliche Verknüpfungen, das werden Sie alle kennen, durchsetzen, dass der Kindergarten eher privat, familiär ist, für Pflege und Sorge und Spielen steht, während angeblich die Grundschule für Öffentlichkeit, für Leistung und Unterricht steht und für Lernen. Das setzt sich dann auch bis in die Politik durch. Ich habe hier ein Beispiel von Frau Schaban, was ich auch ganz gerne mit meinen Studenten in Karlsruhe bespreche, wo Schaban eben ganz stark sagt, ja, das eine ist ja nur Spielen und das andere sei das Lernen und deswegen sei es wichtig, Bildungspläne auch im Kindergarten zu verfassen. Wobei sie da nicht erkennt, dass auch eine spielerische Umgangsweise mit verschiedenen Dingen eben auch zu Lernen und Bildung führen kann. Zu betonen ist also, dass der Übergang in die Grundschule ein gemeinsam gestalteter Prozess ist von Kindern, von Kindheitspädagoginnen, egal ob Lehrerin oder Erzieherin, von Eltern und natürlich auch von dem sozialen Umfeld. Und was auch ganz wichtig ist, ist natürlich, dass es ein Balanceakt ist, ein schwieriger Balanceakt zwischen dem Schaffen von Kontinuität, dass das Kind eine Dauerhaftigkeit trotz des Übergangs erleben kann und gleichzeitig neue Anreize geschaffen werden. Wenn man das jetzt mal ableitet auf pädagogisches Arbeiten, dann kann man sagen, dass diese Haltungen, die hier einmal aufgeschrieben sind, eigentlich ganz ähnlich sind wie die, die auch in der Lernwerkstatt ganz wichtig sind, nämlich das Vorbereiten, dass man Vorbereitungen trifft, was man arrangiert, das Unterstützen und Begleiten beim Übergang, das Kooperieren, das gemeinsame Arbeiten und das Beobachten und Dokumentieren. Hat denn jetzt dieser Übergang funktioniert? Gibt es Probleme? Wo können wir vielleicht da noch Hilfen anbieten? Und so lässt sich eigentlich relativ einfach der Übergang im wahrsten Sinne des Wortes wieder zur Lernwerkstatt schaffen, indem man sagt, okay, die Lernwerkstattarbeit ist sehr ähnlich der des Übergangs, also die pädagogische Arbeit, und somit versuchen wir quasi, das in dieser Einrichtung, in dieser Lernwerkstatt, institutionenübergreifend zu ermöglichen, dass Kindergartenkinder und Grundschulkinder gemeinsam lernen, beziehungsweise sich gemeinsam mit den Dingen auseinandersetzen können und somit der Übergang etwas fließender wird. Lernwerkstatt, und auch da werde ich Ihnen nichts Neues wahrscheinlich erzählen, ist also ein offener Ort zusammengefasst, der Materialien gibt, die Phänomene sind, also die zum Staunen anregen, zur Auseinandersetzung anregen, der ermöglicht gleichzeitig Diskontinuität und Kontinuität. Kontinuität auf der einen Seite natürlich, weil sie die Kinder, wenn sie im Kindergarten bereits in die Lernwerkstatt gehen und dann auch nach der Einschulung merken sie, dass sie immer wieder in ähnliche Kontexte sind, beziehungsweise dass sie ihre Erzieherinnen nochmal treffen. Und Diskontinuität, weil sie eben immer wieder auf Neues treffen und weil sie auch von den Grundschülern vielleicht anders angesprochen werden. Und was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass Lernwerkstattarbeit die institutionelle Zusammenarbeit sozusagen zwischen Kindergarten und Grundschule auf Dauer stellen kann, weil wenn man einmal so eine Einrichtung hat, die gemeinsam ist, dann fällt es schwer, nicht zusammen zu kooperieren sozusagen, während das ja bei anderen Projekten, die nicht an so einen Raum beispielsweise gebunden sind, vielleicht etwas schwerer fällt, die auf Dauer immer zu ermöglichen. Gut, das war soweit erstmal einleitende Worte. Ich möchte jetzt sozusagen übergehen zum pädagogischen Handeln in der institutionenübergreifenden Lernwerkstattarbeit oder aber auch zwischen den Prozessen, die zwischen Kindergartenkindern und Grundschulkindern ablaufen. Ich habe jetzt erstmal ein paar Beispiele mitgebracht, die wir uns gemeinsam einfach mal durchlesen können. Sie können sich auch gerne dazu melden sozusagen. Und dann möchte ich mit Ihnen in die Gruppenarbeit gehen und dort die solche Reflexionen, wie ich sie nenne, quasi auch nochmal besprechen und Sie quasi sehen können, okay, hätte man hier anders pädagogisch handeln können oder ja, was war hier der Fall? Zur Einordnung, hier wurde die Lernwerkstattarbeit beobachtet und am nächsten Tag sollte aufgrund einer Blutspende vom DRK alle Stühle zur Seite geräumt werden. Und das hat jetzt das Kindergartenkind dazu veranlasst, eigentlich nochmal nachzufragen, was ist eigentlich so eine Blutspende? Ja, das können Sie hier einmal lesen, und wenn Sie soweit sind mit der ersten Seite, dann kurz nicken, dann mache ich die nächste Seite.
die Lernwerkstattarbeit ein Ort sein, an dem neben der Auseinandersetzung mit den Dingen natürlich auch ganz viele Gespräche nebenbei ablaufen. Sie werden das sicherlich kennen, wenn Sie offen pädagogisch arbeiten, egal ob im Unterricht oder im Kindergarten, da finden ganz parallel viele Gespräche und so weiter statt. Und hier ist es eben so, dass quasi darüber philosophiert wird, was eigentlich so eine Blutspende bedeutet. Und ja, ich finde es ganz nett, dass Jenny, so heißt das Mädchen hier, sagt, ja, das gehört halt eben so zum Leben. Und dann einigen sie sich relativ schnell darauf mit dem Aha und okay. Aber auch solche, auch wenn das sehr witzig ist, ist es ja doch ein relativ ernstes Thema. Und auch das finde ich ganz interessant, dass quasi die Kindergartenkinder sich auch hier mal Rat holen können von älteren Kindern. Und die Frage ist wirklich, ob, wenn sie jetzt einen Erwachsenen gefragt hätten, ob sich daraus auch so ein Gespräch entwickelt hätte oder ob der Erwachsene nicht das einfach mit einem kurzen Satz einfach abgebügelt hätte, in Anführungsstrichen. Nächstes Beispiel, das ist jetzt diesmal eine Folie. Ja, hier ist Hanno, das ist das Kind mit dem Buchstaben H, logischerweise, welcher ja, die Mädchen, die um ihn herumstehen, erschrecken möchte, indem er sich schon mal so ein bisschen fragt, vor was habt ihr denn Angst, vor Spinnen und anderen Tieren, dann kommt es eben zu den Dinos und Hanno hat anscheinend das Wissen, dass es Dinos gibt, dass sie existieren, weil er hat sie ja schon mal im Fernsehen gesehen, das heißt sein Wissen baut er auf meinetwegen Trickfilmsendungen, auf Cartoons oder Science Fiction oder ähnliches. Und Clara, die Grundschülerin, und auch ist auch eine Grundschülerin, die ja mit denen kommt er jetzt ins Gespräch und dann wird eben ganz schnell so ein Disput daraus, weil die einen sagen, okay, es gibt keine Dinos und Hanno meint aber doch, es gibt welche, ich habe sie ja gesehen. Und beide haben am Ende mehr oder weniger Unrecht, also sie kommen jetzt zu einem neuen Standpunkt. Weil Hanno das treffende Argument findet, dass es ja Knochendinos gibt, also quasi die Skelette von Dinosauriern noch existieren. Und diese Meinung müssen dann die anderen beiden auch akzeptieren, wenngleich man aber keine Angst davor haben muss. Ja, ein Beispiel von Clara und Hanno. Clara Grundschülerin, Hanno Kindergartenkind. Heute habe ich übrigens erfahren, dass Clara die Tochter von zwei Lehrern ist. Das erklärt teilweise auch einiges, aber dennoch ist es so, dass Hanno zu Clara immer wieder gegangen ist und wollte einfachste Aufgaben sozusagen von ihr erledigt wissen, also das Abschneiden von einem Stück Schnur oder das Falten, das Auftragen von Prittstift auf ein Blatt Papier. Und irgendwann wurde das Clara sozusagen zu viel und dann hat sie sich ein bisschen dagegen gewehrt und jetzt zeigt sie ihm einfach, wie er diese Aufgaben selber erledigen kann, damit sie da in Zukunft nicht mehr jedes Mal helfen muss. Und damit erfährt Hanno auf der einen Seite im Raum der Schule, okay, hier ist irgendwie was anderes von mir gefordert, ich muss hier Selbstständigkeit beweisen. Also das hat er vielleicht so noch nicht erfahren, man muss dazu sagen, Hanno war auch noch sehr jung, also er war 4. Und Clara muss natürlich auch versuchen zu zeigen, wie das funktioniert, ohne und so zeigen, dass es auch beim nächsten Mal noch klappt. Und da versucht sie das ja pädagogisch sozusagen einwandfrei zu ordnen, indem sie ihm erst lobt, dass er doch gute Fingernägel, spitze Fingernägel hat und dann die einzelnen Schritte aufdröselt und ihm dann auch nochmal sagt, dass es auch bei ihr nicht so einfach geht. Es endet übrigens damit, dass Clara ihn am Arm streichelt und dann sagt,
ja, hast du auch gut gemacht. Also sie endet also quasi auch nochmal mit einem Loop und dann geht sie auch auf ein anderes Gesprächsthema. Ja, ein letztes Beispiel noch. Werde ich gleich einordnen. Hier wurde eine Vogelbeere oder Hagebutte, das war den Kindern nicht ganz klar, wurde untersucht, was es eben ist, eine Vogelbeere oder eine Hagebutte. Und dann wurde die über mehrere Wochen lang untersucht, es wurden Bücher geholt aus der schuleigenen Bibliothek, es wurde im Internet kurz gesurft. Und ja, eine Woche später kamen sie eben wieder und haben diese Frucht in dem Reagenzglas geöffnet und die hat dann natürlich etwas gestunken, weil die Natur gearbeitet hat. Und hier sieht man halt wunderbar, wie die kindlichen Erfahrungen, die Vorerfahrungen in so eine Beschreibung einfließen. Ja, der eine vergleicht das mit gekokelten Wein, was auch immer das sein soll. Ist der jetzt verbrannt? Ist es Glühwein oder ist gegorener Wein? Ja. Oder ist es Bier? Ja. Und Sinat, ja, bringt noch den Schimmel ein sozusagen. Also man sieht, dass hier schon gewisse Kenntnisse über den Prozess da sind und dass hier auch die Kinder sich in dem offenen Arbeiten untereinander auch austauschen können und dann einen Standpunkt sozusagen gelangen können. Ja, das waren so ein paar Beispiele, die wollte ich Ihnen eben einfach nochmal zeigen, weil wir jetzt gerne in die Gruppenarbeit gehen möchten. Ich habe 5 solcher Texte nochmal für Sie zusammengestellt und es wäre ganz toll, wenn Sie sich in 5 Gruppen auch zusammenfinden könnten und möglichst gemischt. Und wir können gerne in beide Räume auch gehen, sodass hier nicht so viel gemurmelt ist sozusagen, sondern dass Sie sich aufteilen können und dort in Ruhe auch diesen Text einmal besprechen können. Daran anschließend würde ich vorschlagen, dass wir eine kurze Pause machen und uns dann wieder hier gemeinsam treffen und gemeinsam diese Reflexionsbeispiele besprechen. Und ja, ich habe auch sozusagen eine Aufgabe vorbereitet, das sollen Sie aber jetzt nicht missverstehen, dass Sie sich da entlanghangeln müssen. Ich habe nur einmal so quasi als Hilfe so ein paar Anhaltspunkte aufgeschrieben. Ja, ich wollte mich auch gleich nochmal bedanken. Es waren also sehr anregende Diskussionen, wie ich fand, in diesen Gruppen. Um so eine Idee von Lernwerkstattarbeit zu bekommen, denke ich, ist auch wichtig, dass man sich auch mal mit dem pädagogischen Handeln dort auseinandersetzt. Ich habe jetzt für jede von Ihnen quasi noch jeweils die anderen Gruppen vorbereitet, dass Sie da auch einen Überblick haben. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt die einzelnen Gruppen kurz vorstellen. Sie überfliegen das kurz. Ich werde das hier auch an den Beamer anwerfen und dann die jeweilige Gruppe quasi ihre Diskussionsergebnisse kurz benennt. Also was haben Sie diskutiert, auf welchen Nenner sind Sie gekommen, sind Sie überhaupt auf einen Nenner gekommen? Ich warte noch kurz, bis die Blätter durch sind. Es kommt noch mehr. Und dann können Sie sich entscheiden, ob Sie entweder hier vorne am Beamer sozusagen das Beispiel Nummer 1 durchlesen möchten oder einfach vorne an Ihrem Blatt. Versuchen Sie es kurz zu überfliegen, so grob zu schauen, um was es geht und dann, wenn Sie durch sind, dann würde ich die Gruppe 1 sozusagen auch darum bitten, dass Sie Ihre Erkenntnisse mit uns teilen.
Sind Sie soweit mit dem ersten Beispiel durch? Also der ersten A4-Seite ist das? Welche Gruppe war das? Okay. Was ist Ihnen dort aufgefallen oder was waren die Dinge, die Sie dort herausgezogen haben? Ja, wir haben so erstmal gedacht, dass das nicht mit dem Lernwerkstattunterricht irgendwie zu tun hat, weil Frau Franke eigentlich ganz klar vorgibt, was sie sehen möchte und was passieren soll. Und wenn das eben nicht so funktioniert, wie Frau Franke das gerne hätte, reicht es eben nicht aus, ist nicht präzise genug oder so, was die Kinder herausgefunden haben oder was sie machen möchten. Von daher haben wir gesagt, ist das keine sehr offene Form und die Kinder werden sehr eingeschränkt durch die Ideen, die Frau Franke verfolgt. Gleichzeitig, wenn Sie überlegen, sagt die andere Lehrerin auch, Frau Carmen, dass sie einige Beispiele zu unpräzise findet und einige Gruppen sollten auch besser überlegen, also dass das auch noch gewertet wird, dass sie halt besser überlegen, sondern nicht einfach weiter überlegen, sondern ja, dass ihr das nicht reicht, die Forschung der Kinder sozusagen, was sie sich überlegt haben. Dass, ja. Das spricht dann überhaupt nicht der Lernwerkstatt, dass die Kinder das erforschen können, was sie möchten. Es gibt ja auch ganz tolle Hypothese vor, was sie haben möchte. Und Lernwerkstatt ist ja eher danach, dass die Kinder sich selbst erstmal mit dem Material auseinandersetzen und selbstständig sich Fragen überlegen. Ja, also ich bin heute auch das Material sozusagen mit der Einrichtung, wo ich das beobachtet habe, auch durchgegangen und waren teilweise auch ganz erschrocken über sich selbst sozusagen. Es ist ja oftmals so, dass man sich selber im Handeln gar nicht wahrnimmt so richtig und seine eigenen einzelnen Handlungen. Die haben aber auch gesagt, dass sie jetzt da auch einen anderen Kurs mittlerweile eingeschlagen haben. Ich sehe das, ja, ich habe das ähnlich wie Sie gesehen. Einerseits, dass hier ein ganz klares Bild sozusagen von den Sachen erforschen wiedergegeben wird, dass man erst eine Hypothese braucht, also sozusagen, was möchte ich herausfinden, dann soll man dieses Ganze erforschen und dann schauen, ob sich diese Hypothese bewahrheitet oder nicht. Wenn Sie beispielsweise Herrn Wedekind waren, der wird Ihnen sicherlich gesagt haben, dass viele Phänomene auch erst sozusagen eine Hypothese generieren aus der Beschäftigung mit den Dingen, also dass man sich erstmal mit den Dingen beschäftigen kann, weil diese einen ansprechen, ohne dass man auch gar nicht genau weiß, ja, wie das eine Kind sagt, ich würde gerne was mit Wasser machen, und dann kann sich daraus vielleicht eine Fragestellung ergeben, aber es fällt natürlich Kindern sehr schwer und es ist auch bei Erwachsenen so, jetzt einfach mal sich quasi zu überlegen, was möchte ich denn heute machen und vor allem, was möchte ich dabei schon herausfinden. Darf ich da noch ergänzen, weil Sie ja auf Herrn Wedekind ansprechen? Er hat ja bei dem ersten Vortrag auch diesen Kreislauf von Marquardt Mau, die das nennen, haben in Frage gestellt und einen eigenen aus dem Leben daneben gestellt und auch deutlich nochmal unterschieden, dass die Kindergartenkinder aus seiner Sicht eher erstmal was zum Agieren brauchen, bevor sie das machen, was Sie gerade erwähnt haben. Ja, nochmal zur Erinnerung, wenn wir es vielleicht nachgucken, wenn wir verknüpfen. Ja, und hier ist es eben so, dass die Kinder erstmal wissen sollen, was sie machen, was sie herausfinden möchten und dann sich damit beschäftigen dürfen. Und natürlich dann ist es auch kritisch, dass die einen Kinder dann schon anfangen dürfen, die eine gute Forschungsfrage gestellt haben, und die anderen sollen eben noch so lange sitzen bleiben, bis sie quasi eine generiert haben. Das läuft natürlich der Lernwerkstatt-Idee. Sie haben ja eben gesagt, dass es uns ja vielleicht auch schwerfällt, eben die Fragen zu entwickeln oder Hypothesen aufzustellen anhand von Materialien. Ist es denn so, dass es Kindergartenkindern leichter fällt, sich erstmal irgendwie mit Dingen zu beschäftigen, als es vielleicht Schulkindern fällt, die vielleicht schon so ein bisschen mehr im Hinterkopf haben, ich muss jetzt eine Frage entwickeln oder da muss jetzt was Bestimmtes bei rauskommen? Also das würde ich sagen, kann man überhaupt nicht pauschalisieren, weil es natürlich unglaublich viele Sorten von Grundschuleinrichtungen gibt.
die alle ein verschiedenes Konzept verfolgen, genauso wie das bei Kindergärten ist. Man kann aber vielleicht schon sagen, dass in der Grundschule so dieser Leistungsgedanke nochmal etwas stärker gemacht wird und so ein etwas lineareres Vorgehen, ja, zielgerichteteres Vorgehen, und was das vielleicht dann auch wieder dazu führen kann, dass die Grundschulkinder sich daran gewöhnen und dementsprechend, dass denen vielleicht auch leichter fällt, dann so eine Fragestellung dann schon zu stellen. Aber das ist nur Spekulation, das kann in deiner Grundschule wahrscheinlich ganz anders aussehen als in der nächsten. Ja. Also eigentlich ist es dann ja schön, dass die Kindergartenkinder eventuell die Möglichkeit haben, sich freier mit den Themen zu beschäftigen. Also ich hätte das jetzt so rum gesehen, dass es vielleicht für die der Vorteil ist, dass sie so ein bisschen ungezwungener an die Sachen angehen können. Eventuell aber. Das kann der Vorteil sein, es kann aber genauso gut sein, wenn sie dann ein paar Wochen Lernwerkstattarbeit verrichten, sozusagen, dass das bei den Grundschulkindern dann auch sozusagen wiederkommt oder dann auch wieder, die sich erstmal wieder so ein bisschen dran gewöhnen, dass sie jetzt quasi frei arbeiten dürfen und dann dort sich auch wieder so eine größere Lust einstellt, frei mit den Dingen zu operieren. Darf ich aus der Grundschulkinder noch was erwähnen? Es geht ja auch nicht darum, dass man gar nicht Fragen stellen lernen soll. An diesen Stellen ist es sicher eine Frage, ab wann so eine Frage nach einer Frage kommt. Man kann ja durchaus in so einem Prozess, wenn eine Attraktivität begonnen hat und ein Kind agiert, zwischendurch zum Beispiel fragen, was denkst du denn, was jetzt passiert? Ja, das muss man individualisieren natürlich, kann man nicht mit allen gleich machen. Und gleichzeitig, je mehr Kinder an Welterfahrung haben, ich denke jetzt mal an fortschreitende Schule und was dann der Anteil von Schule ist und was von Lebenserfahrung, sei mal dahingestellt, dass Kinder durchaus einfach Fragen haben. Ich wüsste mal gerne, ob Dinosaurier wirklich grün waren, hat mal einer gesagt. Ja, wenn jemand so eine Frage hat, in ganz anderen Situationen, dann kann man sagen, wow, super, wie machen wir das denn jetzt? Das muss ich nicht ausschließen. Nur, was im Kontrast zu Ihrem Beispiel ist, wenn ich einen Raum voller Attraktivität habe und die Kinder sind dabei zu agieren, sie dann zu stoppen, und fragen, was willst du denn eigentlich hier rausfinden? Machen sie beim Kind was laufen lernen und auf die Wiese krabbelt auch nicht. Mhm. Halt, ne, welche Blumengemüse erforschen, lässt man einfach laufen. Mhm. Aber ich glaube, das ist schon diese Fragestellung gewesen, was ist das? Das macht ja schon Angst. Ja, ne? Ja, klar. Mhm. Also, das ist ja so eine Art lehrerzentriertes Unterrichtsgespräch, was hier stattfindet, auf so einem ähnlichen Teppich, wie er da unter ihren Stühlen ist. Mhm. Und dort wird eben quasi, das wurde mir heute auch mal gesagt, die haben sich da angelehnt, es gibt da so ein Konzept, das heißt wohl erforschendes Lernen. Und das war, da hatten sie sich letztes Jahr eben ganz stark daran gehalten und mittlerweile haben sie selber gemerkt, dass es wo eher ein falscher Weg war und sind da auch mittlerweile davon abgekommen, so ein bisschen. Okay. Dann das zweite Beispiel, habe ich auch wieder einmal hier vorne, oder Sie können auf dem Blatt nehmen.
Sind Sie soweit durch? Würde ich auch hier die Gruppe 2 einmal bitten, ihre Diskussionsinhalte vorzustellen. Also für uns war schon so die Sache, dass wir gesagt haben, gelernt haben die eigentlich irgendwo die ganze Zeit, indem wir sie ausprobiert haben. Für uns war halt so die Frage, hätte Frau Franke mehr darauf eingehen sollen oder mehr einwirken sollen, oder ist das jetzt einfach so ein offenes Agieren gewesen, um Lernwerkstatt auszuführen? Das war auch so die große Runde, die Diskussion auch. Ob sie hätte jetzt mehr jetzt auf die Eiswürfel eingehen sollen, damit so diese, dass man mehr geklärt ist, wo sind die Eiswürfel geblieben und da nicht mal mehr zu hinterfragen. Und wir schon auch gesagt haben, dass Kindergartenkinder eher dann nochmal Input brauchen, um zu sagen, guck mal, oder eine Frage zu stellen, oder eine Frage reinzuwerfen, wo sind die Eiswürfel jetzt geblieben oder was ist passiert. Das war so bei uns dann so das, die Richtung, die wir dann so hatten. Das war die Überlegung, ob das denn jetzt sein muss, Frau Franke, dass wir so aus dem Text wieder die Bremse eigentlich nur. Die sagt, so Mühle gibt es nicht und muss jetzt aufräumen und die stellt immer eine Schranke. Wir haben uns dann gefragt, woran es liegt, weil ich meine, so schön das auch ist, was man immer auf alle Sachen mit den Kindern angeht, aber ich meine, jetzt die Institution nicht dafür geeignet oder die Sachen sind nicht vorhanden und so weiter. Das ist halt wünschenswert, dass man das noch weiter aufgreifen könnte, aber manchmal geht es halt nicht. Und wir Kinder auf jeden Fall ganz gut was gemacht haben, das ist der erste Teil, wo die da selbstständig was überlegt haben. Und auch zum Schluss, dass die dann auch gesagt, dass die da von selbst auf die Kranie gekommen sind, bei diesem Dampf, das ist für mich eine Lernleistung. Da waren wir nicht ganz sicher, was ich damit zu tun hat. Aber gelernt wurde eigentlich ständig. Und die Frage ist halt wirklich, was Kinder ein bisschen mehr Unterstützung braucht, als mit zu tun. Das ging aber nicht aus dem Text hervor, wer was ist. In dem Beispiel waren es wirklich alles Grundschulkinder. Ja, ich habe das ganz ähnlich gesehen wie Sie. Ich habe einmal auch den Punkt noch festgehalten, dass ja hier die Kinder ganz klar ironisch damit umgehen, dass man jetzt Nudeln in das Wasser schmeißen könnte. Also die meinen es ja nicht wirklich ernst. Es ist für Frau Franke in der Situation relativ schwierig zu sehen, weil sie dazukommt und sie weiß nicht, wie ernst meinen die Kinder das, obwohl die natürlich auch sehr stark lachen dann. Da könnte man versuchen, etwas sensibler auch darauf zu reagieren, weil das auch etwas ist, was gerade bei diesen bestimmteren Lernformen, wenn Kinder einmal Spaß haben, dann machen die auch viele Witze und das ist dann nicht immer ernst gemeint. Und Frau Franke, der erinnert hier dann schon sehr stark an die Regeln in der Lernwerkstatt, dass da eben nicht gegessen und nicht getrunken wird. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass die Kinder da wirklich vorhatten, jetzt Nudeln in das kochende Wasser zu schmeißen. Vielmehr hätte man vielleicht darauf eingehen können, ja. Also offensichtlich ist es ja so, dass das brodelnde Wasser irgendwie daran erinnert, wie dieser Kochtopf auf einer Herdplatte steht und dort dann die Nudeln ins Wasser geschmissen werden. Also, wo man vielleicht in dem ersten Beispiel, wie Sie das gesagt haben, schon zu viel gelenkt dirigiert hat, hätte man hier vielleicht auch mal an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal einsetzen können. Ja, diese Gedanken aufgreifen können, das habe ich ja gerade gesagt, ebenso wie Sie schon gesagt haben mit dem Vulkan, das ist ja eigentlich schon eine starke Leistung von den Kindern, dass sie dieses siedende Wasser vergleichen mit dem Vulkan. Und auch hier hätte es vielleicht einen Anknüpfungspunkt geben können. Diese kindliche Fantasie, das habe ich eben hier noch mit notiert. Sie malen ja dann diese Flammen mit roter, gelber und grüner Farbe, weil sie das eben ganz stark mit Feuer verbinden und nicht eben nur diesen durchsichtigen, weißlichen Wasserdampf. Da ist es eben auch so, dass man diese kindliche Fantasie eben auch dort nicht unbedingt eingrenzen muss. Da geht es ja um das Malen, die Reflexionshefte. Und da ist eben insgesamt die Frage, welches Verständnis hat man von Naturwissenschaft? Herr Schäfer habe ich eben letztens einen Vortrag gehört, der eben dann auch gesagt hat, dass dieses naturwissenschaftliche Denken, was teilweise vermittelt werden soll im Kindergarten und auch in der Grundschule, sehr stark an ein, ja,
laboratorisches, naturwissenschaftliches Denken angelehnt ist und eben nicht an ein ganz normales Naturwissenschaft, also an den Phänomenen der Natur orientiert, wie es eben die Kinder ganz stark haben, indem sie auf den Vulkan rekurrieren und sich beziehen. Würden Sie sagen, wie alt Frau Franke ist? das weiß ich nicht genau, ehrlich gesagt. Und ungefähr. Ich würde sagen, Anfang 40. Darf ich fragen, warum Sie das tun? Also jetzt hat ja einen Hintergrund, denke ich, warum Sie das. Ich habe mich gefragt, zu welcher Zeit Sie studiert haben, weil ich finde, es ist eine Sache, Impulse nicht zu setzen, aber sie ignoriert es einfach richtig. Da wurde gelernt und sie ignoriert es oder da sind Fragen aufgeworfen worden und ich finde es echt krass. Das muss ich gerade sagen. Und hier? Ja, das ist ja die Ausbildungstradition, ne? Deswegen habe ich deswegen die Ausbildungstradition. Deswegen ist genau, genau. Ja. Der wissenschaftliche Lernen ja. Ja. Ja, auch hier würde ich dann auch mal, was Sie gesagt haben, darauf zurückverweisen, ist natürlich auch diese Lehrerin, und das wird man an einem anderen Beispiel sehen, wo sie es anders macht, da vielleicht auch gerade in einem Zeitdruck war oder strukturell gerade vielleicht ein bisschen gefordert war. Das sind Ausschnitte, genau, und man hätte da anknüpfen können, auf jeden Fall. Das hat sie nicht gemacht, aber... ja, ich habe mit ihr heute gesprochen und sie war dann selber auch ziemlich erstaunt. Was aus dem Text nicht deutlich ist, ich lese das, was die Kinder sagen, oder ich höre das, was die Kinder sagen, in einer sehr begeisterten Weise, was die Kinder sind. Also das steht im Kopf, dass diese Emotionalität der begeisterten Entdeckung sich in jeder Äußerung der Kinder nicht anspringt. Und da passiert überhaupt keine Resonanz. Genau. Ja. Also dieses geteilte Interesse an der Lust der Kinder, wo wir haben auch Alter, die sind schon sehr, wie erstaunt die Kinder sind. Das vermisse ich so. Das ist ja jetzt noch nicht mal eine Kognitive. Das meine ich, wenn ich sage, es ist ja eine Sache, nicht weiter darauf einzugehen, oder die Regularien und das auch aufgeräumt werden muss, ne? So diese ganzen Rahmenbedingungen, aber es wird einfach völlig negiert, finde ich. Also es ist so, es kommt ja gar keine Resonanz, wie Sie sagen, also nicht mal auf dieses Emotionale kommt irgendwie. Ja, aber es ist klar, es ist ein Ausschnitt und formabhängig. Man hätte das die Emotionen auch durchaus spiegeln können. Ja, ja, und dann, genau. Ja klar, los geht's, ja. Wir kochen jetzt Nudeln und. Und wir haben jetzt gerade noch keine Zeit. Ja. Dann machen wir es schade. Also einerseits vielleicht auch, ich nenne es jetzt mal eine Tagesform, also was Pädagogen einfach auch haben. Andererseits die Struktur, also vielleicht kann es auch keine Eiswürfel mehr geben, weil die Zeit ist fast abgelaufen, es wären zwar noch welche da gewesen, aber. Wir müssen so langsam ans Aufräumen denken. Ja, so einen Ausblick vielleicht geben, es in einer anderen Stunde wieder umzugreifen. Also irgendwie anzutrocknen. Und das abzumodellieren. Also da muss man sich auch immer selbst sozusagen hinterfragen. Kann ich jetzt noch auf diese Begeisterung eingehen? Wie kann ich das schaffen? Oder wie kann ich da eine Brücke bauen, um das beim nächsten Mal wieder aufzunehmen oder ähnliches? Also, die Frau Frank kommt ja öfter vor. Also erstens denke ich, finde ich es beachtlich, dass sie uns einfach auch zur Verfügung steht, ja, unsere Gedanken. Ja. Diesen Dank setze ich jetzt einfach mal in den Raum. Und das andere ist diese Hinweise auf die Gefährdung von Reagenz, was weiß ich, was sie hatten. Also Dinge, in denen man jetzt am besten keine Hinweise braucht. Da ist sie, glaube ich, auch beseelt davon, die Kinder zu schützen. Das kommt jetzt zwar nicht so pädagogisch rüber, wie wir uns das außer der Situation gerne wünschen. Vielleicht hängt das auch damit zusammen, wie man lernt, in so einer offenen Situation zurechtzufinden, wenn das noch neu ist für die Kollegin, was man vermutet. Genau. Ja, und das ist natürlich das, was sie auch umtreibt. Wir haben jetzt gut reden hier, aber... Ja. Diese Lernwerkstattarbeit war circa einen Monat im Gange und dementsprechend, denke ich mal, wäre das heute auch anders. Ja, und also da kommt noch die Sorge um die Kinder dazu. Sie wusste nicht genau, ob das jetzt jener Glas ist, ob das Glas das auch alles so aushält. Das sind alles Kontexte, die man mit beachten muss. Dennoch eignet sich das, glaube ich, ganz gut, um es mal so zu reflektieren. Ja, das Beispiel 3. Auch wieder kurz Zeit zum Lesen.
Sind Sie soweit durch? Einmal die Probe 3 bitten. Ja, wir haben, also eigentlich ist es lustig, dass wir jetzt eben vor diesem Text das diskutiert haben, was wir gerade diskutiert haben, weil das hier alles nochmal genau aufgegriffen wird. Also die Impulse, die die Kinder senden, werden einfach nicht genutzt. Frau Franke sagt die ganze Zeit nur, ihr müsst in euer Heft schreiben und hat ihre klaren Regeln und Linien, die sie verfolgen möchte oder die sie glaubt, verfolgen zu müssen. Und ja, es wird einfach gar nicht darauf eingegangen, dass die Kinder gerade total tolle Erfahrungen machen und alle irgendwie was lernen. Und sie sollen es einfach nur notieren im Test. Wir haben auch gesagt, gerade der Punkt, wo es heißt, guck mal, ich habe das rausmagnetet, das fanden wir total interessant, da hätte man richtig gut drauf eingehen können und da das irgendwie weiter erforschen können, was da jetzt passiert ist, aber da heißt es auch nur, bitte das ins Heft schreiben. Wir haben auch gesagt, dass ihr müsst das jetzt ins Heft schreiben, wie es müsst, das ist auch ein bisschen ja, zu viel gewesen für uns, meinten wir, das ist jetzt wirklich diese Pflicht, dass das jetzt so das Wichtigste ist, das aufzuschreiben und nicht was weiter zu erforschen. Und auch besonders, dass Claudia und Clarissa das zusammen gemacht haben und das jetzt aber alleine aufschreiben sollen und sich nicht gegenseitig austauschen können, was ja auch eine Art der Reflexion ist. Das fanden wir halt auch sehr schade. Auch dass es dann hieß, du sollst es alleine malen, aber wir haben dasselbe gemacht, ja trotzdem. Das ist auch gar nicht so richtig wie die Gründung dahinter von der Referendarin, warum das denn jetzt wirklich alleine geschehen soll. Und es ist schade, dass die Referendarin das so übernimmt, wie Frau Franke das macht. Also, es ist vielleicht beim Hospitieren passiert es vielleicht, aber es ist halt schon schade. Man hätte das auch anders quasi verkaufen können, dass man seine Entdeckungen halt dokumentiert. Also, gerade bei dem Beispiel mit den Styroporkugeln hätte man ja drauf eingehen können, kurz mit dem Kind drüber reden und dann, Mensch, so was Tolles, dass du rausgefunden hast und willst du das nicht vielleicht aufschreiben, dass du dich dann daran erinnerst? Und man hätte das viel besser irgendwie verkaufen können, dass die Kinder sich dann eben auch nicht so gezwungen fühlen. Und ja auch offen gesagt wurde, dass keine Lust dazu besteht, dass er lieber weitermachen will. Ja, die meisten Punkte wurden auch schon so erwähnt, wie ich das eben auch gedacht habe, einmal Grundschulpädagogin aus Siegen, Jutta Wiesemann, die eben auch sagt, also dieses Führen von Reflexionsheften, das soll kein Akt der Selbstverwaltung sein, wie sie sagt. Also das, natürlich geht es darum, dass die Kinder sich bewusst werden sollen, was sie gemacht haben und es eben auch notieren sollen und verhalten sollen, damit sie sich auch beim nächsten Mal daran erinnern oder damit man eben darauf auch anknüpfen kann. Andererseits ist es eben auch ganz stark so, dass die Institutionen, ob es jetzt Grundschule oder Kindergarten ist, einen ganz hohen Legitimationsdruck nach außen haben, was sie eigentlich da machen. Also ständig muss beobachtet werden, muss dokumentiert werden und muss quasi repräsentiert werden nach außen hin, was dann gemacht wurde und wo wurde hier gelernt. Und ja, mir wurde eben auch nochmal von der Einrichtung sozusagen bestätigt, dass eben das ein ganz wichtiger Grund ist, dass sie da auch so darauf beharren, dass diese Hefte ausgefüllt werden, damit eben man auch was hat, was man abfotografieren kann und was man nach außen hin zeigen kann. Ich denke aber auch, dass es sehr schade ist, gerade in diesem Beispiel, wo gerade so, teilweise so tolle Prozesse am Laufen waren, ja, ich habe das rausmagnetet, wo man hätte anknüpfen können, ist es sinnvoll, dort immer zu unterbrechen, nur um der Reflexion wegen. Genau, für wen dienen diese Hefte eigentlich? Ja, also sind es wirklich für die Kinder gedacht, damit sie beim nächsten Mal schauen können, was habe ich eigentlich gemacht? Oder ist es nur zur Repräsentation da, oder um irgendwas zu legitimieren? Und da kann man sich wirklich schon die Frage stellen, kann man nicht das auch einmal auslassen, eine Sitzung, wenn es eben gerade ganz gut läuft? Oder man versucht, 5 Minuten länger zu machen. Das ist natürlich sehr schwierig, wenn man strukturell gebunden ist und dann zeitlich auch gebunden ist. Aber das wäre eben auch die Frage. Und was mir auch noch in dieser Szene aufgefallen ist, dass es mit dem Forscher, mit mir sozusagen zusammen waren es glaube ich 4 oder 5 Erwachsene mit 15 Kindern in einem Raum, der ungefähr so groß ist wie hier,
Da stellt sich auch die Frage, ob das eben für die Lernwerkstattarbeit ein wirklich sinnvolles Modell ist. Was natürlich hier auch bedingt ist durch eben die Anwesenheit von dem Forscher und durch die Anwesenheit von dem Referenten. Also ich finde schon, dass es praktisch ist, wenn man viele Erwachsene hat, aber in dieser Situation wird es gar nicht genutzt. Das haben wir ja auch diskutiert. Es gibt so viele, die da anwesend sind und die auf die Impulse der Kinder hin eingehen können. Und es wurde einfach gar nicht genutzt. Und ich glaube, wenn man das nutzt, dann kann es schon sinnvoll sein. Also hier wird es genutzt, dass die Erwachsenen quasi aufräumen und sauber machen. Aber dadurch entsteht natürlich auch eine gewisse Hektik. Und das merken natürlich dann auch die Kinder, okay, jetzt, hier passiert gerade was, ich muss jetzt aufhören, muss abbrechen. Ja. Vielleicht nicht zu unterschätzen, wie neu also ein kollegiales Miteinander im selben Raum für viele zumindest lehrkräftig ist. Da ist unter Umständen ganz viel Rollenunsicherheit am Werk, wer macht jetzt was. Es ist ja immer noch eher die geschlossene Klassensituation, wo niemand anders mich sieht. Referendariat ist der letzte Moment und dann noch den Schulratsbesuch. Und dann nur, wenn Sie wollen. Ja. Oder in so einem Projekt, na, das meine ich jetzt ernst, da ist unter Umständen auch rollenunklein am Werk. Bisschen von der Unsicherheit, was sagt die Kollegin, wenn ich jetzt so machen will. Nicht als Entschuldigung, sondern als möglichen Hintergrund. Womit die Lehrkräfte oder die Beteiligten vielleicht umgehen. Und das ist noch jemand da, der forschen aufnimmt. Das ist natürlich auch ein Situationsfaktor. Natürlich, was Sie eben auch gesagt haben, ko-konstruktive Prozesse, also die gemeinsam wurde da ein Experiment durchgeführt, dass das eben dann auch gemeinsam festgehalten werden kann. Also das, denke ich mal, ist eigentlich eine klare Schlussfolgerung, weil man dann gemeinsam nochmal reflektieren muss, was haben wir gemeinsam gemacht und dadurch durch das Gespräch vielleicht auch nochmal Dinge sich verfestigen oder sich neue Optionen ergeben oder neue Ideen. Ja, das Thema Nummer 4, das ist diesmal ohne pädagogische Einflussübung, zumindest nicht direkt. Sie sind so weit durch. So 4 ist, glaube ich, eine Seite. Ich habe so viel diskutiert. Ich wollte gerade sagen. Im Endeffekt haben wir festgestellt, es ist wirklich dieses Grundschulkinderhalten zusammen. Ja, also weil man entdeckt, es sind zwei Kindergartenkinder zwischen, das ist R und T. Ja, die kommen immer nur so zwischendurch mal mit irgendeinem Wortfall dazwischen. Ansonsten haben, wie gesagt, da halten die Schulkinder schon sehr zusammen und achten darauf,
dass sie gemeinsam nicht mit den Kindern arbeiten. Und so kriegte man eben mit, dass sie eigentlich eine Klebedecke oder eine Schatulle am Basteln sind, wo dann aber dann die Frage auf das tote Tier kommt von einem Kindergartenkind, was das ja gerne jetzt töten möchte. Da wird aber gar nicht drauf eingegangen, weil wir sind ja vorbildlich. Die Grundschülerin möchte ja das töten, das Tier, das ist die Sina. Also nur das tote, nee, Torben. Erforschen, er wollte es erforschen. Ja, genau, also Torben denkt aber auch, dass es tot ist. Aber richtig, er denkt es und will es erforschen und dann kommt es ja doch wieder dazu, dass man ja doch lieber, ja, diese Schatulle eben halt wichtiger ist. Wo eben, da haben wir gedacht, wo dieses tote Tier rein soll, warum auch immer, wir wissen eben halt nicht vorher oder nachher. Und das Ganze sich dann eben umbahnt und mehr auf dieses Wort, sehr nette Wort, ja, wo wir uns eben halt auch viel gefragt haben, warum wir da jetzt so nicht drauf eingegangen. Wir wurden es vielleicht nicht jetzt, also von der Pädagogik, weil hier ja keine Pädagogik bei ist. Und die Kindergartenkinder oder den Schulkindern ist es nicht so wichtig, aber eben halt der Vita, dass sie das ja auch nochmal immer wieder erwähnt, was wurde gesagt, was wurde gesagt, was wurde gesagt und dass man einfach sieht, dass es so ein Tabuwort ist, vielleicht im Kindergartenbereich, aber so ein ja, normales Dabeisein in der Schule. So, und das waren so diese beiden Sachen, wo wir gesagt hätten, man hätte beides aufarbeiten können in der Lernwerkstatt. Einmal eben diese Forschersache, dass man sagen konnte, man hätte jetzt als Pädagogin oder als Erzieherin darauf eingehen können, man hätte das weiter fließen lassen können. Oder eben halt auch dieses Miteinander, diese, ja, wir haben gesagt, diese Konstellation zwischen den Kindern hätte man mit einem. Genau, gar nicht so richtig um das Thema ging, was sie bearbeiten sollten, sondern eher mehr um das soziale Lernen, dieses, die Schulkinder halt diese Vorbildfunktion irgendwie übernehmen, in dem Gespräch läuft der Laura hinaus und gesagt, da ist doch aber, man sagte, dass da nicht mein Kindergartenkind dabei ist. Mhm. Ja. Ja, das mit der guten und schlechten Schüler. Richtig. Dass sozusagen schlechte Schüler sagen das Wort, aber gute Schüler sagen das nicht. Und dass sich hinterher aber das Kindergartenkind sich entscheidet, die sagt es nicht, aber das halt dann so begründet, dass sie es deswegen nicht sagt, weil die Freundin ihrer Schwester, das Schulkind ist die Freundin ihrer Schwester und die hat gesagt, man macht das nicht. Also im Prinzip, das ist ja aus der sozialen Komponente, also dieses Beziehungslernen. Sie sagt es nur nicht, weil sie ihr halt vertraut. Also einmal ja dieser Punkt, den ich ganz spannend finde, ist quasi dieses kindliche Philosophieren. Darf man jetzt ein Tier töten, um es zu erforschen? Das sind natürlich Fragen, die stellen wir Erwachsenen sozusagen uns selber heute noch und finden keine Antwort so recht darauf. Ich denke schon, dass sie da zu einer klaren Haltung kommen, auch ohne dass da ein Pädagoge dabei ist. In dem Fall war es so, dass eben da Aufnahmegeräte lagen und deswegen war da eben gerade kein Pädagoge in der Nähe. Und es ist eben ganz oft so, dass wenn Kinder sich beschäftigen mit irgendwelchen Dingen, dass sie nebenbei ganz viele Nebengespräche sozusagen haben. Das ist im Wochenplanunterricht so, das ist in vielen offenen pädagogischen Formen so. Und hier ist es eben einmal dieses Überlegen, ja, darf man ein Tier töten, um es zu erforschen, wo aber am Ende schon die klare Haltung auch von Anton verfochten wird, nein, das darf man nicht. Und das muss er auch gar nicht großartig begründen, sondern das ist dann auch relativ schnell klar. Und auch, wie Sie gesagt haben, auch wenn die Lernwerkstatt sozusagen ein Raum ist, wo Kindergartenkinder und Grundschulkinder zusammenkommen, heißt es noch lange nicht, dass es dann dort keine Unterschiede mehr gibt, auch wenn man selber diese Unterschiede vielleicht nicht unbedingt macht. Aber den Kindern ist es schon wichtig, beispielsweise als Grundschülerin, als Grundschüler wahrgenommen zu werden und da auch anerkannt zu werden. Und es hatte sich eben in diesem Material ganz oft gezeigt, dass es da quasi immer ein Bedürfnis war, zu sagen, ja, ich bin ja schon Schüler, du noch nicht. Also die Kinder haben quasi selber so Hierarchien hergestellt. Das muss aber nicht unbedingt negativ sein, das kann manchmal auch entlastend sein für die Kindergartenkinder, die dann in der Situation sich vielleicht an die größere Grundschülerin, den größeren Grundschüler erstmal binden können oder an
ja, anvertrauen können, sozusagen. Ja, die Sache mit dem S-Wort, mit dem bösen Wort, ist eben auch so ein Beispiel, wo die Grundschülerinnen und Anton, der Grundschüler, sich eben sozusagen die Rolle von Erwachsenen, von Älteren begeben. Und ja, vor Kindergartenkindern flucht man nicht. Sehr interessanter Satz, der könnte auch so von Erwachsenen kommen. Ja, vor Kindern flucht man nicht. Somit zeigen sie schon, dass sie die Regel verstanden haben. Ja, man flucht nicht in der Öffentlichkeit oder man flucht nicht vor anderen, man flucht quasi nur intern oder wenn es gerade keiner hören kann. Ja, und am Ende, den letzten Satz, den finde ich auch ganz toll, aber irgendwann wirst du es schon auch dürfen, also das Fluchen. So ein Vorgeschmack, so ein Anreiz auf das Schülerdasein, was natürlich jetzt nicht nur was mit dem Fluchen zu tun hat, aber das gab es eben auch öfters mal, dass eben dann ja, Anreize geschaffen wurden und ich denke, das ist auch gar nicht so schlecht, gerade wenn man etwas schüchterne Kinder hat, wie das eben die Rita hier ist, dass sie dann auch sagt, ah, wenn ich Schulkind werde, dann kann ich mich auf das und das freuen und dann vielleicht auch eine höhere Motivation entwickeln. Ist natürlich an dem Beispiel Fluchen etwas suffisant, aber trotzdem machen die Kinder sich es hier auch untereinander schmackhaft sozusagen. Genau. Okay, wir haben noch ein letztes Beispiel. Ich habe den nur im Blick. Ich finde aber auch, dass die Grundschulkinder untereinander eine Hierarchie herstellen, wenn sie nämlich die moralische Keule schieben, eine Hierarchie herzustellen, wer weiß, was man darf oder nicht. Und dann ist es ja klar, dass das eben zu machen kommt. Finde ich schon auch spannend. Ja, auch das Rekurrieren, hören nicht auf sie, diese schlechte Schülerin. Ja, das ist Machtkämpfe, natürlich. Die Gruppe 5. Ja, also wir haben herausgefiltert, und das ist jetzt auch sehr interessant, dass das im Gegensatz zu den anderen Gruppen ist, dass Frau Franke hier ganz anders reagiert. Und es könnte daran liegen, also es ist ja jetzt nur ein Textausschnitt, aber es ist ja so, dass die Kinder diese Lehre finden und in einer ganz anderen Ausgangssituation ist. Frau Franke hat nichts bereitgestellt in der Umgebung, sodass die Kinder einfach ja, selber experimentieren wollen, herausfinden wollen, was es hier wäre, ist und ob sie glücklich ist. Und deswegen könnte es sein, dass Frau Franke einfach gar nicht diesen Druck unterliegt, dass sie irgendwo hin die Kinder lenken möchte unbedingt. Und man merkt es auch daran ganz schön, dass sie die Kinder auch lenkt, Impulse gibt und auch die verschiedenen Kinder mit einbeziehen möchte, dass sie miteinander kommunizieren. Und
Ja, einfach halber Gegensatz ist nie. Ja, ich habe das auch so empfunden, dass hier ist die Pädagogin, also die Frau Franke, nicht unsichtbar, aber sie leitet auch nicht so stark, wie das in dem anderen Beispiel war, sondern sie macht eben das, dass sie das Interesse der Kinder in dem Moment aufnimmt und auch noch eigentlich verstärkt. Also eigentlich ist Sina sich ja recht sicher, dass es eine Vogelbeere ist, aber Frau Franke hat natürlich damit ihrem Wissen sozusagen da ihre Zweifel und initiiert dann schon noch die weitere Beschäftigung und so schafft sie es, dass dieses Thema interessant gehalten wird und dass auch eine weitere Beschäftigung damit überhaupt stattfinden kann. Gleichzeitig, und das haben Sie auch gesagt, als es dann einen kurzen Konflikt gibt zwischen Sina und Rita, versucht sie diesen wieder zu glätten, indem sie eben an Sina dann mal appelliert und sagt, ja, was sagt denn Rita dazu? Und sie versucht da sozusagen das Team, den Teamgedanken herzustellen. Dabei, das muss man sagen, spricht sie natürlich die Sina als Grundschülerin auch immer als Expertin an und schafft dann eben auch so eine Hierarchie. Ja, das ist die eine, die Wissende, die erforscht was und die darf dann der anderen, der Rita, mal etwas berichten. Dennoch ist es so, dass sie, ja, wie gesagt, die Situation im Gang hält, im Laufen hält und sogar eigentlich dazu führt, durch sie würde ich sagen, dazu führt, dass sie sich wirklich sehr intensiv mit dieser Geschichte auseinandersetzen, ob es jetzt eine Bärin ist. Ja, hier wäre dann quasi die Frage, okay, wann ist der richtige Zeitpunkt sozusagen zum Rückzug, um den Kindern dann wieder die eigene offene Arbeit an der Bäre, an der Hagebutte oder Vogelbäre zu ermöglichen. Ja, das waren soweit die Reflexion. Danke nochmal an die einzelnen Gruppen für die anregenden Diskussionen. Ich wollte noch ein kurzes Fazit ziehen. Bildung und Lernen ist immer ein ganz starker Teil als aktive Leistung zu verstehen. Also Bildung ist immer Selbstbildung sozusagen. Also ich kann mich nur selber bilden, ich kann nicht gebildet werden, das geht schon grammatikalisch nicht. Gleichzeitig ist es aber eben immer wichtig, dass eine Balance stattfindet zwischen Eigenaktivität und Angewiesenheit. Und das haben wir jetzt auch in den Beispielen gesehen. Also einerseits war es vielleicht ein bisschen zu viel Angewiesenheit sozusagen, hat die Pädagogin etwas zu viel gesteuert, auf der anderen Seite vielleicht etwas zu wenig, hat sie zu wenig Emotionen gespiegelt. Insgesamt ja, muss man da eben sozusagen pädagogischen Takt finden. Wann ist es vielleicht mal wichtig, jetzt das Interesse aufzunehmen und dort weiter einzusteigen, Interesse zu wecken, vielleicht schon in gewisser Art und Weise so ein bisschen zu lenken, aber eben aus den selbstgefundenen Interessen des Kindes heraus. Kindheitspädagoginnen sind in der Lernwerkstatt eben einerseits Vorbereiterinnen und sind dazu da zu arrangieren, also den Raum überhaupt erstmal zu schaffen für die Kinder. Andererseits natürlich unterstützen, vermitteln, auch zwischen den Kindern, wenn die gemeinsam arbeiten oder wenn es Konflikte gibt. Und auch initiieren, also beispielsweise das Hagebutten- und Vogelbärenprojekt da eben ins Laufen zu bringen. Und dann ist auch sehr wichtig, dass man beobachtet und dokumentiert. Und das war gerade in der Pause auch die Frage, ja, was heißt denn vorbereiten, was heißt arrangieren? Vorbereiten heißt eben auch, dass man in einer Sitzung stark beobachtet, wo sind die Interessen und wo gibt es Dinge, die wir vielleicht noch brauchen, die man dann für die nächste Sitzung wiederum vorbereiten kann. Und so ist das quasi ja, die Lernwerkstattarbeit so eine Art Kreislauf. Ja? Also daraus arrangieren, dann in der Sitzung unterstützen und beobachten und dokumentieren, was wird als nächstes gebraucht oder kann ich vielleicht die Kinder dazu anregen, dass sie selbst etwas mitbringen in die Lernwerkstatt. Ja, diesen Kreislauf muss man sich immer vor Augen führen. Ich denke, das gilt nicht nur für die Lernwerkstattarbeit, aber ganz besonders für diese. Arrangieren, Staunanlässe schaffen, auch vielleicht mal neue Dinge mit in die Einrichtung bringen. Aber auch hier wieder sozusagen die Aussage, dass ein Raum auch sehr sozusagen instruktiv sein kann. Also wenn man Materialien hat, die nur sehr wenige Umgangsmöglichkeiten bieten, es gibt ja so didaktische Materialien,
da ist eben die Frage, ob die da nicht zu instruktiv sind, weil die natürlich auf eine bestimmte Tätigkeit hinaus wollen. Das heißt nicht, dass diese Materialien schlecht sein müssen, aber es sollte vielleicht auch eine ausgewogene Mischung da sein, aber auf jeden Fall auch mehr offene Materialien. Staunanlässe schaffen, das steht da zweimal. Die Kinder auch etwas mitbringen lassen oder von außen etwas hineinbringen lassen. Das hat sich auch gezeigt bei diesem Vogelbeere-Hagebutten-Beispiel. Das ist nämlich etwas, was sie draußen gefunden haben und was dann ihr Interesse geweckt hat zur weiteren Erforschung. Ja, versuchen, solche Dinge aufzugreifen. Das unterstützen. Gleichberechtigtes Arbeiten versuchen, zwischen Kindergarten und Grundschulkindern ermöglichen. Es wird wahrscheinlich, wie sich in den Beispielen gezeigt hat, nicht möglich sein, weil natürlich die Kinder auch selber Anerkennung möchten für ihren Status als Grundschulkind, aber auch als Kindergartenkind. Und diesen sollte man dann auch respektieren und die damit einhergehenden Kompetenzen. Die Potenziale in gewissen Situationen sollte man erkennen und anstoßen, aber eben auch nicht zu stark lenken und steuern. Das hat sich ja auch gezeigt in den Beispielen. Und natürlich, was dieser Begriff pädagogischer Takt, dass man immer wieder schaut, wann muss ich jetzt dazu gehen, wann muss ich initiieren, wann muss ich mich vielleicht wieder ein bisschen zurücklehnen, dass man dafür sich immer wieder selbst reflektiert und schaut, ob das an dieser oder jener Stelle so fruchtbar war, dieses Verhalten. Dann, natürlich ist es so, diesen ganz großen Legitimationsdruck nach außen haben und immer auch präsentieren müssen, was sie machen in der Lernwerkstatt. Aber da würde ich auch vorschlagen, dass man sich nicht immer den Legitimationsdruck eben beugt, dass man schaut, dass man auch mal sich Freiheiten schafft und dann vielleicht mal auch Beobachtung, Dokumentation für die nach außen, die Beobachtung nach außen sozusagen auch mal verzichtet, um Prozesse, die einmal begonnen wurden, dann vielleicht auch in dieser Sitzung beenden lassen kann. Das hat sich eben in dem Beispiel 3 gezeigt, mit dem Reflexionsheft. Beobachtungen sind immer selektiv. Ja, es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass es schon sehr viel ausmacht, ob man den Beobachtungsbogen im Querformat oder im Hochformat hat. Schon allein dann sieht man ganz unterschiedliche Dinge bei den Kindern. Also auch da darauf achten, Kinder in verschiedenen Situationen zu beobachten und nicht nur, also dass man sich dieser Selektivität bewusst wird. Und eben, das habe ich jetzt auch schon einige Male angesprochen, dass man diese Beobachtungen dokumentiert und eben nutzen kann für künftige Raumarrangements. Ja, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht, ob das noch eine organisatorische Frage gibt. Wir können jetzt klatschen. Ja, vielen Dank, Herr Gruner, für diese vertieften Einblicke im Rahmen meiner Forschungsarbeit zu dem Thema dieses Raumes, nämlich zur Lernwerkstattarbeit am Übergang. Sicher mit dem Schwerpunkt, den Sie eben im Ausführen dann beobachten, dokumentieren, mit dem Vorteil, dass wir hier einen Raum außerhalb des Handlungsdrucks haben, um mal die Dinge zu ergründen. Und ich vermute, dass alle, die mit Kindern zu tun haben, eigene Situationen sofort auch vor Augen hatten und möglicherweise können Sie hier und da einen Gedanken mitnehmen. Vielen Dank, Herr Kuhner, dass Sie den langen Weg auf sich genommen haben, sozusagen zurückzukommen in neuer Rolle und uns zu berichten von diesem spannenden Forschungsprojekt. Ich kündige jetzt noch an, für nächstes Mal, Sie haben ja häufig den Raum hier erwähnt, wir werden also, nachdem wir uns ja auf der Strukturskala bewegen, von auch mehr und weniger geschlossenen Angeboten unsere Schränke öffnen, wenn ich das mal wirklich sage. Frau Effenberger wird kommen, eine Elementarpädagogin, die mit dem Konzept große Mengen gleichen Materials arbeitet, von Kerenza Lee oder Kerenza Lee-Hülsmith, so ist sie auch noch bekannt. Und ich weiß schon von der Vorbereitung, dass Sie dann sehr in wirklich die Aktion mit dem Material gehen werden und Sie dann einführen wird in das Konzept und was da mathematisch daran
lohnenswert ist und was auch Beobachtungsaspekte sein können. Also, wie gesagt, Sie können ja schon mal gucken, was es da gibt. Wir packen dann einen Teil aus. Vielen Dank für Ihr Dasein auch heute. Wir freuen uns auf nächstes Mal. Wir stellen die Dokumentationen ein. Wir haben die Videos von letztem Mal fertig, aber Sie erinnern sich, ich muss sie noch mal angucken, im Hinblick darauf, dass auch nur das ins Netz kommt, was sein darf. Dann können Sie es auch abrufen. Und wenn Sie noch weitere Fragen haben, sind wir hier. Die Teilnahmebestätigung finden Sie vorne. Ich stelle mich dahin und wünsche Ihnen noch einen schönen Hausweg. Vielen Dank.